Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. Wir sind durch die Abrasserwüste geschritten und stehen jetzt vor Levant. War noch nie da drin. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt alles zu finden sein wird. Außer, dass Isan hier sein möchte. Und da würde ich doch glatt mal sagen, gehen wir rein. Ja. Yeah. Ich hatte mir den Weg ein bisschen schwieriger vorgestellt. Aber gut, ich habe auch fast allem ausgewichen, was irgendwo rumgelaufen ist und mich nicht an ein einziges Tier getraut. Den Rückweg können wir noch nicht mal antreten. Meine ich, wir haben nämlich, glaube ich, gar nicht genug Reiseproviant mehr in der Tasche. Außerdem verfault Essen ja auch. Ne? So. Neue Aufzeichnungen bei Blick in die Zukunft. Und die Musik hört sich an wie von einem Jahrmarkt. Wir kommen rein hier. Dann gibt's hier Schurkenausbilder, Alchemist, Gasthaus, Ladenbesitzer, Söldnerausbilder, Palast der Helden, Meisterschmied, ein Ingenieur, Haus des Spielers. Ich würde mal sagen, als allererstes, weil es wird ja bestimmt irgendeine Möglichkeit sein, hier soll Baron Montgomery sein. Wir gehen mal zu Baron Montgomery und schauen, ob wir mit... Sekunde. Waren, oh, das ist beunruhigend. Kaufen. Was hast du? Elite Wüstenschleicher. Ausdauerkosten minus und Mana-Kosten erhöht. Aha. Die ist gut gegen heiße Temperaturen, hm? Quarztrank. Reiseproviant. Den müssen wir als allererstes aufstocken. Den haben wir nämlich gar nicht mehr. Dann können wir schauen, dass wir ein paar Sachen, die wir nicht brauchen, verkaufen. Genau, das zum Beispiel. Die angekraxte Spitzhacke und Harpune. Die Pfeile, die Pistole. Was für Stiefel trage ich denn gerade? Naja, Stahlschild kann auch weg. So, das sieht schon mal besser aus. Dann haben wir auch wieder genug, um einen Rückweg anzutreten. Aber eigentlich wollte ich jetzt zu Montgomery. Oh, ein Schundhaufen. Großer Lebenstrank. Achso, ich habe die zweimal, die Meisterhändler-Stiefel. So, den großen Lebenstrank kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Okay. Ist hier das Haus des Spielers? Da müsste ja hier mal... Sekunde. Nee. Bist du Baron Montgomery? Ja. Reichlich in den hiesigen Geschäften zu kaufen. Die Preise sind ausgezeichnet, wenn ich so sagen darf. Schade. Aber hier ist dann der Schmied und... der schmiedet einfach mit einem Zweihandhammer. Was? Voller Banditen zu sehen. Ich bin sicher, in den Minen sind immer noch ein paar Sandrosen vergraben. Laden. Oh. Eine Reichweite, sie macht 86 Damage. Ich weiß nicht, wie viel Schaden meine Falle macht. Aber 86 hört sich erstmal richtig krass an. Aha. Was ist hier? Schadensboni. Oh. Beast-Golem und ganz viele andere Sachen. Also, Sekunde. Wir gehen jetzt das durch, was wir noch nicht haben. Ja, Manti. Halbmond. Jetzt zweimal das gleiche gekauft. Nein. Ein dorniges Claymore. Okay, eins reicht. Ein Speer. Helle Bade. Beast Golem Helle Bade. Beast Golem Axt. Was ist das? Ein Kassettenrucksack. Harter Schale, sowohl Träger als auch Inhaltsschutz. Nein, danke. Wir brauchen Platz. So, was geben wir ihm denn? Er hat 500 Villa, kriegt er 6 Goldbarren. So,
Dann können wir hier erstmal alle Rezepte lernen. Und gucken. Voll die weirden Dinger. Aber gibt's hier auch... Warte mal. Das sind die Goldlich-Sachen. Korallen? Nein, nein. Noch eine Pistole suche ich auch nicht. Wo ist es denn? Meuchler-Claimer. Verlangsamen und bluten fügt das zu. Und das Schwert gehört wahrscheinlich auch. Macht jetzt nicht so viel Schaden, beziehungsweise aus dem Stahlsäbel macht man eine Waffe, die weniger Damage macht, macht aber auch Giftschaden, ne? Oder, Verderbnisschaden. So, Ingenieur. Was hast du? Bitterbombe? Frostbombe? Kugeln? Ja, und das war's. Zahle? Nein, 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 wir wollen nicht bezahlen. Du kriegst einen Goldbarren. Gut. Alle Rezepte gekauft, aber ja, Montgomery kann nicht wirklich uns was erzählen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal nicht zum Schurken, sondern zum Söldnerausbilder. Der müsste hier um die Ecke sein. Wo ist der Söldnerausbilder? Hier oben? Das sieht gut aus. Jaimon Söldnerausbilder. Was kann ich für dich tun? Zuckerschlecken, ständige Kämpfe gegen Monster und dann ist eine schwere Rüstung in der brutalen Hitze der Wüste. Mhm. So, er kann. Reparierst Ausrüstung 50% schneller rasten. Sehr gut, nehmen wir mit. Verringert Ausdauer und Bewegungsmali beim Tragen von Rüstung. Nehmen wir einfach mal auch mit. Dann haben wir hier noch Trümmerkugel und Frostkugel. Was ist das? Deine Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht. Ich habe nur noch einen Punkt. Das ist natürlich trotzdem ziemlich krasse Sache, ne? Okay, die Kugeln brauche ich nicht lernen. Ich benutze keine Pistole. Dann gibt es jetzt noch einen Lehrer, den Schurkenlehrer. Und du bist... Zul. Willst du was kaufen, Junge? Was hast du? Alchemie-Rucksack. Die heißen einfach nur anders, oder wie? Essen nicht mehr so schnell verdirbt. Ach so. Ah, okay, die haben dann so Bonuseffekte, die anderen Rucksäcke. Interessant. Ja, dann lernen wir noch das hier. Titit-Wüstentunika. Ist das nach Alphabet sortiert? Ich glaub schon, dann müsste das hier. Die macht eine Menge Widerstand Wärme, ne? Braucht man eine Wüstentunika für. Aber die hätte ja genau die gleiche. Ach, ist ja dumm. So, was bist du? Chefkoch? Kann ich dir helfen? Das macht mir Sorgen. Kaufen? Kann er mir nichts verkaufen, was ich. Ah, guck mal, stacheliges Basé. Bisé. Oder Baiser? Bisé, würde ich sagen. Warte. Ich will das ja haben. Zwei Goldbarren. Wunderbar. Schmackhaftes? Ne, stacheliges. So, wo ist jetzt der Schurkenausbilder? Der soll eigentlich hier mitten auf dem Hof sein. So, bist du hier der Schurkenausbilder? Du? Du? Du der Schurkenausbilder? Der ein Bild unterm Arm? Der hat ein Bild unterm Arm, okay. Ich glaube, da vorne. Ach, das ist Isan. Das ist doch Isan. Yo. Da bist du ja. Willkommen im heldenhaften Königreich Levant. Durchreise. Dann genießt deinen Aufenthalt. Sauberes Wasser. Aber wo ist der Schurkenlehrer? In der Seitengasse? Oh, nee, aber hier ist eine Kiste. Nehmen wir erstmal alles. Wird jetzt wieder eine Menge gekauft. Also, soweit ich das beurteilen kann, weiterzukommen oder vielleicht auch Abschnitte freizuschalten, wird man wohl sich einer Gruppe anschließen müssen. Und so dumm es klingt, ist am zentralsten Berg. Das ist am zentralsten von allem.
ist denn jetzt hier der Schurkentrainer? Ist der hier viele? Ist das Gasthaus? Warte mal. Ich bin voll daneben. Ich bin hier reingekommen. Und jetzt bin ich beim Gasthaus. Prächtig. So. Kommen wir jetzt wieder zurück hier auf die Plaza, oder? Nee. Bin ich hier in der Seitenstraße. Hä? Ich habe völlig die Hirn verloren. Osten. Hier ist Gasthaus Prächtig. Hä, aber das macht doch gar keinen Sinn jetzt. Doch, es macht wohl Sinn. Jetzt, ja, okay, ich hab's. Nicht. Hä? Hier geht's nach... Zum Armenviertel. Armenviertel zu betreten. Nach Abrassa. Abrassa? Das ist hier gar nicht eingezeichnet. Gehen wir mal. Der Dude sitzt hier in einem Gefängnis. Es ist nicht mal eingezeichnet hier. Okay. Kann man auch nicht mit Leben reden. Endorfer Bank. Yo. Einfach Leute tot. Man kann hier mit niemandem reden. Man kann nur Sachen klauen. Hä? Okay. Nehmen wir erstmal alles Mögliche mit. Ah! Hier ist der Schurkenausbilder. Aber wie bin ich denn jetzt hier hin? Was egal. Kann ich für dich tun? Lehre deinen Geist. Er hat eine komische Maske. Sei gestaltlos wie ein Schatten. Ein Schatten kann jede Gestalt annehmen und jede Armee bezwingen. Sei klug, werde zum Schatten, mein Freund. So, was ist, ermöglicht es dir, komplizierte Druckplattenfallen aufzustellen. Und das hatte ich die ganze Zeit nicht, deswegen konnte ich die Druckplatten nicht benutzen. Das hier verringert deine beim Ausweichen und gestattet es dir sogar beim... Das ist auch richtig gut. Wir können mit dem Rucksack einfach ausweichen. Blöd, dass ich nur noch einen Skillpunkt habe. Gibt's nur zwei? Kann man nur zwei Skillpunkte? Man muss ja als Magier das Runenbuch lernen, oder? Tarnausbildung, Bruchplatten, Experte. Langenparade, was ist das hier? Meucheln. Ich bin Dolch. Stoß des Optimisten. Okay, Feger. Schwacher Angriff mit breiter. Status-Effekt variiere. Also ich würde jetzt erstmal nichts lernen, oder? Braucht doch hier von nix. Komm, wir lernen die einfach. Die kosten nur Silber. Silber kann man sich immer besorgen. Und hier bin ich mir halt unsicher. Gut. Irgendwo hier sollen auch noch Leute sein. Also hier ist der Schurkenausbilder. Man kann hier hoch. Okay, aber man kann hier nirgendwo rein, oder? Nein, rein kann man nicht. Bist du jemand, mit dem ich... Nein, mit dir kann ich nicht reden. Kann ich mit dir reden? Ja, Taubauge. Du siehst aus, als wärst du weit gereist. Hast du ein wenig Silber übrig, Kumpel? Die Leute hier können alle Hilfe brauchen, die sie kriegen können. Ja, hier. Ich bin dankbar. Wir werden deine Gefälligkeit nicht vergessen. Dass es ankommt, wo es benötigt wird. Digga, du hast gerade Geld bekommen. Lass uns reden. Von hier oben sehe ich alles. Das Gute, das Böse. Der Traum von Levant ist beinahe ausgeträumt. Okay. Sieht aus, als wärst du weit gereist. Hast du und wenn ich ihm wieder was gebe? Keine Ahnung, was damit passiert, aber ich habe ihm jetzt 80 Silber gegeben. Kann natürlich auch sein, dass ich es jetzt einfach in eine Tonne geschmissen habe. So, hier kann ich runter. Hier kann ich... Oh, hier ist kein Weg nach unten, aber...
Hier sind noch Truhen und andere Sachen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wo ist das andere Ding? Da vorne ist noch der Schundhaufen. Da muss ich nochmal nach oben. Kommt man hier hoch? Oh, ist auch noch ein Schundhaufen. Kommen wir wieder hoch? Wohl nicht. Ja, meine Tasche ist richtig voll. Mach mal das Wasser leer. Ich habe nämlich noch genug. Hier. Das reicht aber auch nicht. Ja, was mache ich denn jetzt? Ah ja, ich kann Schuhe kaputt machen. Und Roben. Die nicht. Die ist zu wertvoll. So, jetzt müsste es doch ein bisschen besser aussehen. Ja, wunderbar. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen schneller laufen. Okay, also hier im Abendviertel gibt es halt ein paar... Da ist die Platte gesprungen. Markus. Und was jetzt? Warte mal. Hier ist gerade Licht ausgegangen. So, nochmal. Markus. Und was jetzt? Ich möchte etwas bei dir lernen. Es erleichtert dich um 50 Silber. Ich kann deine Technik zeigen. Ein kurzer Schlag mit einem heftigen Dreh, die deinem Opfer anhat, eine Schmerzen zu fügen. Sehr nützlich, um jemanden durchzuschütteln, der dir Geld schuldet. Einverstanden. Wer gehört? So, was lernen wir jetzt? Gut. Funktion. Ja, gucken wir mal. Vom bisherigen Anschluss von Levant, ich muss nochmal gucken, also ich muss einmal in die Wüste auch raus, um zu schauen, wo es denn alles so hinführt. So, jetzt habe ich auch den anderen Schundhaufen. Und ob es Sinn macht, hier... Macht's denn, ist es so zwingend wichtig, dass ich was Sinniges suche? Oder einfach nur das, worauf ich Bock habe? So, ja, worauf ich Bock habe. Shit. Komm, hier kommen wir doch nochmal hoch, oder? Ich will die ganze Zeit mit Alt sprinten, weil ich vorhin noch Skyrim gespielt habe. Okay, ist nur Müll drin. So, jetzt muss ich irgendwie wieder aus dem Abendviertel raus. Oder mit wem habe ich noch nicht gesprochen? Davna. Dormy. Aber wo ist der denn? Der muss ja eigentlich hier unten irgendwo sein, oder? Hier ist der Schurkenausbilder. Taubauge ist hier oben. Ist der unten? Hä? Ich dachte gerade, da könnte man rein. Nee. Ist nicht unten. Ey, ich finde mich so schlecht zurecht hier. Ist unglaublich. Einer fehlt mir noch, komm. Einen werde ich, den Dormy werde ich, das ist auch Dormy, ne? Dorny. Wo ist denn Dorny? Steckt er sich? Ist vielleicht hier? Nein. Hä? Ach, Holz. Ich hätte jetzt gesagt, man muss hier hoch. Und dann nach da rechts. Also hier und rechts. Aber er ist hier nicht. Ja, dann soll es nicht sein. Dann gehen wir einfach mal wieder zurück nach Levant. So, was machen wir denn jetzt? Also Lehre habe ich durchgeguckt. Man könnte im Palast der Helden hin, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so viel bringt. Zum Alchemisten? Vielleicht zum Alchemisten. Eigentlich müsste es doch irgendwo einen... Soweit ich das gelesen habe, muss es eine Fähigkeit geben, die uns Verderbnis wegmachen lässt. Ach, ist hier der Alchemist? Yo. Das ist beunruhigend. Dornchakram. Chakram habe ich ja gelernt, ne? Ein paar. Aber ich brauche keine Chakren, sondern ich habe mein Buch. So, was hast du hier noch? Elementarimmunitätstrank. Her damit. Was hat er noch? Blitz. Wetterfest. Leben, Krieger, kalt. Was ist das? Zerbrochener Apothekerkolben. Nur der Apotheker weiß, wie man
Gift, Sonnenstaub und Dämonenblut vermengt. Wer ist denn der Apotheker? Das kam weg. Die verkaufe ich jetzt einfach auch. Das. Die beiden. Das. Auch noch eine Spitzhacke. Das kenne ich schon. So, ich erhalte jetzt noch Geld, das ist gut. So, Rucksack ist nicht ganz viel leerer, aber ein bisschen leerer. Aber mal hier. Lernen. Und. Ja, ich gehe mal eben kurz vor Levant, würde ich sagen. Ist es dann? Hier müsste ich doch rauskommen, ne? Genau, Abrasserwüste. Und guck mal einmal kurz, wo die Abrasserwüste überall hinführt. Ich bin stark einfach am Tendieren, dass wir nach Berg gehen. So, was gibt's hier? Man kann hier nur zum Enmekar-Wald. Und der Enmekar-Wald hat noch eine... Irgendwas, was woanders hinführt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Okay. Wie machen wir das jetzt? Spontan jetzt einfach sagen, man geht bei Isan mit, aber... Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich weiß natürlich auch nicht, welche Vorteile man hat, ne? Im Berg gibt's halt die Dudes, die einem Zauber beibringen können. Deswegen hätte ich gesagt, Berg wäre jetzt eigentlich so meine erste Wahl. So, da ich mir so unsicher bin, gehen wir einfach mal ins Gasthaus hier. Du siehst weird aus. Wo drückt denn der Schuh? Trinkt was, legt die Füße hoch und genießt die nicht enden wollenden Feierlichkeiten im heldenhaften Königreich. Reden. Sag's nicht weiter, aber... Gib wohl. Wo drückt denn der Schuh? Okay, Zimmer. Sollen wir uns um dich 25, ja komm. Pass auf. Treppe rauf, durch die offene Tür, schlaf gut. Noch nie in einem Gasthaus... Ey, die haben hier sogar Tänzerin. Was ist da oben? Ist da einer, der spielt? Ne, der sitzt. Sollen wir mit dem reden? Nein. Oh, das ist so schade. Dass es hier so wenig gibt, mit dem man sich unterhalten kann. Hier jemand zufällig dabei? Nein. Gut, also Treppe rauf und dann ist irgendwo ein Zimmer, ne? Treppe müsst ihr ja beide hin. Ja, hier geht's auf jeden Fall weiter. Okay, das Bett kann ich benutzen, das Bett kann ich benutzen, das auch. Ich kann mir theoretisch hier eins aussuchen. Muss ich Ausrüstung reparieren? Ja. Muss ich. Mein Magierkram. Dann reparieren wir doch einmal, das sollte reichen, und schlafen dann dreimal. Dann haben wir wieder Tag, dann ist es zwar auch heiß draußen, aber... Kommen wir schon irgendwie zurecht. So. Ich habe jetzt die ganze Zeit nebenbei abgewägt. Heilige Mission ist nicht so wirklich was für mich. Das Königreich hier. Weiß nicht. Müsste mich noch ein bisschen hier umgucken. Also, hohe Tendenz geht nach Berg. Gut. Ausgeschlafen können wir jetzt. Was ist das für ein Buff? Ach ja, das ist der Luxus-Buff. Den man, ne. Also der beste Buff, den man haben kann. Neben dem eigenen Zimmer. Wo können wir denn jetzt noch hin? Ladenbesitzer interessieren mich gerade nicht mehr viel. Hier geht's. Hier ist der Alchemist, ne? Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, ich denke die ganze Zeit seitenverkehrt und deswegen komme ich halt manchmal nicht weiter. So. Müssen wir jetzt hier wieder links. Dann müsste gleich eigentlich hier, genau, hier geht's hoch. Dann gucken wir nochmal in den Palast rein. Ist die am Rauchen? Lol, die ist am Rauchen. Kommt sicher aus Ciersus. Isan hat von dir gesprochen. Regle erst deine Angelegenheit mit ihm, dann reden wir vielleicht. Er ist unten am Brunnen nahe des Gasthaus. Einfach am Paffen.
Okay. Wir wollen auch was sehen, ne? Gefängniszellen. Und ein paar Käfige. Prinz Jaden. Was kann ich für dich tun? Du scheinst einigermaßen zäh zu sein. Wie ist die Welt da draußen, Abenteurer? Es ist Jahre her, dass ich die Abrasserwüste verlassen habe. Mutter meint, ich blamiere sie bei wichtigen Sitzungen. Erzählst du mir nicht bei einem Humpen von deinen Reisen? Ich lade dich ein. Und du bist? Kirok? Wie kann ich dir helfen? Alter, übel die rauchige Stimme. Hallo Reisender, ich hoffe, ich genieße bla bla bla. Sperr die Ohren auf. Ich war als der König davon überzeugt, Levort zu einer Nation unabhängig von den Gänzen der Blauen Kammer zu erklären. Wir bereuen es nicht, hier kann jeder seine Träume verwirklichen, ohne von Stammesgesetzen. Hergehört. Ich würde gerne Geschichten mit dir austauschen, bla bla. Ich möchte etwas lernen. Oh, du willst also vom König lernen? Spendier mir ein paar Runden im Gasthaus, sagen wir, im Wert von 50 Silber. Simeons Gambit. Einverstanden. Gehen wir raus, zeige es dir. Als erstes lockst du deinen Gegner mit einer tiefen Haltung, Kontos, bla bla. Was auch immer das ist. So, kann ich von ihr auch was lernen, Königin? Tut mir leid, aber solange du nicht dienstlich hier bist, habe ich keine Zeit für Besuch. Schade. So, was ist das jetzt für eine Fähigkeit gewesen? Ich hatte ja auch noch bei dem einen Dude was gelernt. Das hier benötigt Speer, lenkt einen Nahkampfangriff ab und kontert mit einem mächtigen Schlag. Du schlägst auch zu, wenn kein Angriff abgewehrt wurde, aber mit weniger Schaden. Und das hier ist Punktion. Hoher Wucht und hohen Schaden, den Schmerz auslöst. Mhm. Hier ist noch was, wo man reingehen kann. Kommt man hier hin? Oh. Oh. Ist ja richtig verwinkelt hier. Prinz Pietro. Wie kann ich dir helfen? Keine Zeit für dich. Ohren, bla bla. Okay. Unterstadtpassage. Im Endeffekt gucken wir gerade nur uns um, ne? Also ich guck mich um. Bin neugierig. Alter, übel die Bibliothek. Gibt's hier niemanden? Und dafür einfach. Guck mal, wie viele Bücher hier sind. Ich könnte jetzt einfach irgendwelche Bücher klauen. Oh, ein Hebel. Ist es das gewesen? Nee, hier. Hier geht's weiter. Na, was haben wir denn hier? Interessant. Hört sich nach etwas angespannter Musik an. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in Risen 1. In der Festung. So, da ist jetzt ein Übergang. Und jetzt muss ich runter, damit ich da wieder rüber kann. Aha. Ach nee. Shit. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ah, warte mal. Es könnte sein, dass ich... Ich glaube, ich hab's. So, hier wieder hoch. Hebel wieder umlegen. Jetzt kann ich... Aha! Nett. Korallenhornmaske. Am ersten Festtag feiern wir den Geist der Ehre. Okay. Und da waren grüne Tees mit bei. Ich weiß nicht mehr, was die machen, aber die waren für irgendwas gut. Okay, ja. Kleine nette Geste. Oh, ich komme jetzt hier nicht mehr durch. Oh, warte.
könnte ja... Ich könnte ja... schauen... Warum kribbelt das hier so? Ah ja, guck mal, so kommt man wieder raus. Gut. Aber alles. Ja, das kleine Gimmick hier. Ich würde sagen, ich mache mal eben Schnappschuss mit den beiden Herrschern. Oder? Vor dem Palast. Nee. Ich mach's bei den Herrschern. Wir gucken, denke ich, noch weiter hier im Palast uns ein bisschen um. So, und da waren wir jetzt. Auf der anderen Seite gibt's auch noch was. So. Dann brauchen wir mal kurz hier den Hub aus. Den Hut. Ja, das passt. So, gibt's auf der anderen Seite auch noch was? Oh nein. Vielleicht, warte mal. Geht's nicht hier irgendwo hoch? Ne, hier geht's nicht hoch. Ach, schade. Dann ist es irgendwie abgesperrt. Gut. Drei Fraktionen. Die hier hat keine schlechten Sachen, aber ich würde sagen, fällt noch nicht so wirklich in die innere Auswahl. Wie die Sümpfe, da bin ich auch nicht so von überzeugt. Viel machen kann ich hier jetzt auch nicht. Oh, warte mal, doch. Ich kann auch mal zum Schmied gehen. Die können häufig Sachen herstellen. So. Stelle mir etwas her. Willst du was kaufen? Es gibt ein Zar-Rüstungsset und ein finsterer Rüstungsset. Was für Hackmanit? Habe ich Hackmanit? Was war das? Ah, ich habe kein Hackmanit mit. Ich könnte jetzt was kaufen. Aber das kann er mir ja immer herstellen, ne? Okay, das ist also nicht so relevant. Also, wird auf jeden Fall auch noch gemacht. Oh, hallo. Doch, ich würde jetzt sagen, wir sind, glaube ich, hier durch, ne? Wir waren bei jedem. Smooth der Schneider, da war ich noch nicht. Müssen wir einmal hier komplett quer drüber. Gehen wir noch zum Schneider. Vielleicht hat der irgendwas Spannendes. Oh. Irgendwas Spannendes im Sortiment. Wird ja sicher der hier sein, ne? Ja. Das macht mir Sorgen. Kaufen? Was lernen? Ich kann dir beibringen, wie du dir selbst Wärmesägen spenden kannst. Er bietet Widerstand gegen Flammen und Hitze, erhöht gleichzeitig deinen Schaden. Geh mit deiner eigenen Flammen. Ja, klar, her damit. Ist das nicht? Wärme erhält. So. Ja, das macht mir Sorgen. Kaufen. Die Hüte habe ich schon, aber was ist das hier? Ausdauerkosten und Geschwindigkeit reduziert. Hast du das dann einfach nur... Mhm. Die habe ich. Was macht die? Die ist nicht so gut. Und was ist die hier? Nee, ist auch nicht so gut. Also er hat viel Kram. Keine Frage. Endless zu tanzen oder zu kämpfen. Ausdauerkostenreduktion. Das ist, glaube ich, das, was Isan trägt. Rotes, festliches Gewand. Aber ich sehe jetzt hier nichts, was jetzt besser wäre als mein Zeug. Also, die Stiefel machen halt Mana-Kosten runter. Hier gibt es keine mit Mana-Kostenreduktion. Die geben halt Geschwindigkeit mehr als die. Die geben zwar mehr, weniger Ausdauer, aber keine Geschwindigkeit. Die Rüstung jetzt auch nicht wirklich. Was ist das für ein Teil? Nee. Ich denke, brauchen wir alles nicht. So, kann das... Ach ja, warte mal, den zerlege ich. Dann kann das alles weg. Und habe ich irgendwas... Turm ab einen Topf ist fast am Verschimmeln. Aber den esse ich unterwegs, das passt schon. Ja. Ja. Das sollte hinhauen. Die brauche ich nicht. Gut. Haben wir uns den Ladenbesitzer hier auch angeguckt. Und das hat sich auch gelohnt. Wir haben noch einen neuen Skill gelernt, nämlich Wärme. Ladenbesitzer Sul hat nichts zu erzählen. Jetzt gibt es eine Sache, die man noch ausprobieren kann. Und zwar
Ich glaube, für 200 Silber kann man mit den Karawan-Dudes schnell reisen. Oh, mich hat das verzierte Glas abgelenkt. Schach? Ja moin, die können hier Schach spielen. Vom Aufbau finde ich die Stadt aber sehr schön. Die ist wirklich super schön. Da vorne noch jemand? Ein Bildhauer? Ja, Isan. Das ist eine schöne Stadt ausgesucht, aber die ist leider nicht so wirklich was für mich. So, da ist er. Probiere ich jetzt mal aus. Ich möchte mit dir reisen. Perfekt. Geringes Entgelt. Musst du dich selbst und deinem Proviant kümmern. Bring mich nach Hamatan. Machen wir mal. Du gewinnst gleich deine Karawanenreise. Okay. Was damit zu führen? Forscher, ja, bla bla bla. Wir wollen jetzt nach Hamatan, was auch immer Hamatan ist. Vielleicht gibt es da einen besseren Skillpunkt-Skill. Ganz viel ist verfault. Oh, Junge. So. Hier ist... Akademie von Soro. Aha. Wo bin ich denn angekommen? Schauen wir mal. Also hier ist der Karawanenleiter. Der wird hier nicht angezeigt? Ich glaube, der wird hier nicht angezeigt. Dann schauen wir mal kurz. Bist du hier mit Handelsfragen? Das bedeutet... Ah ja, hier sind wir. Okay, das heißt, wenn ich hier so rumlaufe, dann komme ich zur Akademie. Mal gucken wir uns... Guten Tag. Gucken wir uns erstmal hier so ein bisschen um. Brauchst du etwas? Kaufen? Der hat super... Alter, die sind auch richtig teuer teilweise hier, die Waffen, ne? Ich würde mein Geld mal eben sparen. Sekunde. Kann ich dir helfen? Kaufen. Okay, der hat solche Druckplatte zum Einsatz, schwächt Gegner. Das hier ist Handwerker. Magierzelt? Effizienz der eigenen Zauber zu verbessern. What? Das ist ja eigentlich genau das, was ich bräuchte. Genauso wie der Rucksack hier. Gehen wir aber doch jetzt... Ich lass mich hier ablenken. Gehen wir mal zur Akademie. Ihr müsst ja hier... Oh. Nein. Hier müsste ich, glaube ich, hin. Wenn ich die Karte noch richtig im Kopf habe. Und dann davon links. Ja. So, hier wird es bestimmt jemanden geben, der mir das beibringen kann. Oder? Willkommen an der Akademie von... Einschreiben. Ich kann mich einschreiben? Eine heilige Linie. Wo genau ist sie zu finden? Nimm die Tür auf der anderen Seite der Halle. Die mit den Kristallen. Kostenlos. Wenn du erlernen möchtest, eine Macht einzusetzen, so würden wir das gern zeigen. Gegen eine Gebühr. Einschreiben will ich mich noch nicht. Sei gegrüßt. Das Mädchen da drüben. Und woher stammst du? Wir waren in derselben Karawane nach Hamatan. Knallkrebs an... auflauerte. Sie ist ziemlich stark. Trotzdem hat sie ein weiches Herz. Weicheres Herz, als sie zugibt und ist überraschend sanft. Aha. Ich gehe mal einfach zur Heiligen Linie. Die müsste ja hier sein. Oh. Suchst du nach was Bestimmten? Der kann auch nichts, aber mir ist das jetzt gerade erst aufgefallen. In Levant sind einfach verflucht, die Preise verflucht teuer gewesen. Das ist ja heftig. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja moin. Und du bist der 9. Beobachter. Kann ich mit ihm sprechen? Doch. Lernen. Ich kann dich ausbilden, wenn du willst. Mach der sengenden Berührung beibringen. Gegner, die von diesem Fluch werden anfälliger für die Macht deiner Flammen. Nehmen wir. Ausgezeichnet. Feuerfluch erlernt. So, und wenn ich jetzt hier hingehe, könnte ich natürlich meinen Mana noch steigern. Und hätte dann aber
Ich kann bis 75 Gesundheit runtergehen. Mit 100 Mana. Braucht das, glaube ich, erstmal nicht, ne? Braucht das erstmal nicht. Kohle her, dann zeige ich dir was. Okay, etwas lernen. Yo! Was kann die? Warte, wir gucken hier oben erstmal. Das ist der Läutern-Skill, den ich meinte. Einmal kurz vorgelesen. Erfordert 50% Verderbnis. Die kriegt man ja schnell voll. Und einen Mana-Stein. Er schafft einen dunklen Stein, entfernt dann 30% Verderbnis und verursacht extreme Blutungen sowie 65 Fäulnis Schaden. Wenn ich dann sowas wie nur 75 Leben habe, dann bin ich halt ruckzuck. Utsch. Was hat sie denn noch hier so? Verhexen. Schwächt das Ziel mit einem zufälligen Fluch. Bam. Löst bei allen Gegnern in der Nähe, die von einem Fluch betroffen sind, die entsprechende Reaktion aus. Verringert beim Schlafen verbrannte Max-Mana. Wiederherstellung der verbrannten Max-Ausdauer und... Okay. Das finde ich gut. Aber ich habe kein Geld. Ha. Stellt für jeden Tod in der Nähe des Wirkens 5 maximale Gesundheit und Mana. Mana und Ausdauerverbrennung wieder her. Das ist nicht schlecht. Lässt alle Fahne und Seelen in der Nähe wirkenden Flüche explodieren und verursacht extremen Schaden. Entsprechenden Schaden. Erhöht die Verderbnis um 5%, erschafft ein Blutsiegel. Erhöht den Elementarschaden bei Müdigkeit um 15% und bei großer Müdigkeit um 30%. Junge, das sind richtig die kranken Skills teilweise. Kannst du mir auch was beibringen? Lass mich kurz nachdenken, wenn diese Theorie stimmt. Ich glaube, es wird Sinn machen, dass wir der Akademie beitreten. Ich guck mal eben kurz, dass ich ein bisschen Geld mir mache. Den benutze ich nicht. Den benutze ich. Den benutze ich nicht. 10 Stück brauche ich nie im Leben. 7 können weg. Benutze ich nicht. Wen noch? 52 erhalte ich erst. Aber ich verkaufe mal alle meine Goldbarren. Gold kann man sich ja neu besorgen. So. Also. Du bist. Hallöchen. War der erst eingeschrieben. Und der Kerl da drüben ist Artois. Selbst gerade erst eingeschrieben. Hier ist die Akademiebibliothek. Komm, wir schreiben uns ein. Das wäre doch was. Oh, ist ja 42 Minuten schon. Aber ich schreibe mich jetzt... Willkommen an der Akademie von Sorobor. Nee, das ist eigentlich gar ein guter Cut. Nächste Folge schreiben wir uns ein und gucken uns die Akademie an. Das ist ein viel besserer Cut, weil dann hat man richtig viel noch zu erkunden. Gut. Ich weiß gar nicht, wann ich die hochgeladen bekomme, aber vielen Dank fürs Zuschauen und nächste Folge gucken wir uns dann die Akademie hier an. Hauen Sie rein. Tschüss.